ich hab Post. Was beschäftigt dich, Schülerin? So vieles. Ich habe die dunkle Seite gerade erst berührt und fühle mich schon, als würde sich die Galaxis vor mir entfalten. Es gibt so viel aufzunehmen. Und ich gestehe, dass ich ein wenig unsicher bin, was das Leben als Sith ausmacht. Du musst lernen, wie die Dinge hier laufen und wie du mir am besten dienen kannst. Sag mir, was glaubst du, macht deine Rolle als meine Schülerin aus? Was meinst du, was unser Verhältnis ist? Ihr seid mein Meister in allen Dingen. Ich tue, was ihr sagt, immer. Mein Leben gehört euch. Wenn du dich bewährst, werden dir mehr Freiheiten gewährt, solange sie letztendlich meinem Willen dienlich sind. Ich spucke auf die Art der Jedi. Je länger ich mit Nomen Kar unterwegs war, desto eingeengter habe ich mich gefühlt. Mein ganzes Leben habe ich mich gegängelt und eingeengt gefühlt. Immer musste ich aufpassen, was ich sage, Gefühle als meinen Feind betrachten. Die dunkle Seite ist meine Freiheit. Ich werde all meine Empfindungen ausdrücken. Wir glauben, dass es uns stärker macht und unser Potenzial freisetzt, wenn wir unseren Emotionen freien Lauf lassen. Bei euren Worten schwillt mir die Brust vor Stolz und Hoffnung. Bitte, darf ich euch etwas fragen? Du musst mir gegenüber nicht vorsichtig sein, Jessa. Eure Verfügbarkeit ist ein Geschenk. Es geht um die Twi'lek. Wett, können wir ihr vertrauen? Sie scheinen ziemlich weich zu sein. Das bemerkt man auch ohne besondere Gaben. Oh, dann wisst ihr bereits über ihre Neigungen Bescheid. Ich bin sicher, ihr habt es unter Kontrolle. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Ich sehe, dass ich viel aufnehmen muss. Eure Aufmerksamkeit erfüllt mich mit Demut. Danke. Wir können diese Unterhaltung später fortsetzen. Natürlich, mein Meister. Mann, ist das lustig. Ach, scheiße, schon wieder so spät. Wie schnell vergeht denn die Zeit? Mein Sith Lord, ich wäre dankbar, wenn ihr mal mit Wett reden könntet. Sie soll mich nicht dauernd bei der Arbeit stören. Auf welche Weise stört sie euch? Sie hat keinen Begriff von militärischer Präzision. Die Twi'lek quatscht einfach drauf los. Als ich Agent Volorens Spur verfolgte, muss sie gehört haben, dass ich Moff Broisk erwähnte. Seither lässt sie mir keine Ruhe deswegen. Sie lässt seinen Namen ohne Zusammenhang in jeder Unterhaltung fallen, nur um mich zu ärgern. Sie sagt, sie hört erst auf, wenn ich ihr sage, warum ich den Mann hasse. Wett ist unerbittlich. Wenn sie einmal auf etwas gestoßen ist, lässt sie nicht mehr locker. Erzählt ihr doch einfach die Geschichte. Es ist weder angemessen noch im Interesse des Imperiums, solch eine Angelegenheit mit nicht-militärischem Personal zu besprechen. Wie ich sie kenne, lässt sie außerdem erst recht nicht nach, wenn ich ihr von Broisks Zusammenbruch bei Drakenwell und unserem daraus resultierenden Konflikt erzähle. Überlasst das mir. Sie wird aufhören, euch zu belästigen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Danke, mein Sith Lord. So, muss ich jetzt mit Wett nochmal reden? Nee, wohl nicht. Komisch. Na gut, dann muss ich wohl hier dran. Ah, der jüngste Sith Lord aus dem Arsenal des Imperators kehrt zurück. Gerade rechtzeitig. Ich brauche dich nämlich. Darth Fenschen, mein Meister im Rat der Sith, will Krieg. Keine kleinen Scharmützel, die sich um den Vertrag von Coruscant drehen, sondern offenen Krieg. Fenschen hat mich beauftragt, die übrigen Mitglieder des Rats zu überzeugen, den Vertrag zu missachten. Je früher wir damit aufhören, uns zurückzuhalten, desto früher wird das Ende der Republik kommen. Die Republik ist stärker, als du denkst. Sonst hätte der Imperator nie einen Frieden mit ihr ausgehandelt. Doch ich habe vielleicht einen Weg gefunden, wie ich den Rat und den Imperator zum Handeln bringen kann. Viele glauben, dass unsere Unfähigkeit, General Karastasgon zu finden und zu besiegen, unseren Sieg verhindert hat und uns zu Friedensverhandlungen zwang.
Sagt mir bitte, dass ihr diesen Mann gefunden habt und dass ich ihn töten darf. General Gon operiert im Hintergrund. Er ist wie ein Phantom und anscheinend ist es ihm ein leichtes zu verhindern, dass uns die Randsysteme in die Hände fallen. Nach Jahren ohne einer Spur zu ihm habe ich nun gehört, dass er sich auf Nar Shaddaa mit korrupten Agenten des Imperiums trifft. Du wirst dorthin gehen und ihn töten. Er ist so gut wie tot. Ohne Gon werden die Randsysteme fallen. Die Kontrolle der äußeren Planeten wird ein großer Vorteil sein. Also, reise nach Nar Shaddaa und lege Darth Vengeance roten Teppich für den Krieg aus. Ja, das wird lustig. So. Dann mal los. Muss ich mal was nachgucken? Okay. Na, schau, da ist hier. Jetzt muss ich noch hier nachschauen. Also wird es noch dauern, bis ich das annehme. So, da muss ich raus. Entschuldigung. Oh Gott. Müdigkeit ist nervtötend. Ah, ja, ich mag es, einen Jedi dabei zu haben. Ach nee, ist ja kein Jedi mehr. Oh Gott. Das wird dann nervtötend. Colonel Harrock, ich bin auf Befehl von Admiral Jeffend Onsch hier. Der Admiral war beeindruckt, wie ihr die Revolution im Duros-Sektor in den Griff bekommen habt. Es heißt, ihr hättet ihn vor einem Gendai gerettet. Die Bestie dachte, sie wäre unaufhaltsam. Ich habe das Gegenteil bewiesen. Wir hoffen, dass ihr euch gegen ein viel größeres Ziel als ähnlich effektiv erweisen werdet.
Admiral Onsch hat eine Gelegenheit aufgetan, die Republik zu schädigen und unsere Macht auf dieser Welt auszudehnen. Aber wir müssen schnell handeln. So schnell, dass ihr ohne mich anfangen würdet? Sav Rasha, Schülerin von Darth Mortis vom Rat der Sith. Angenehm. Warum höre ich die ganze Zeit dieser sprechenden Uniform zu, wenn ich auch mit einem schönen Geschöpf wie euch reden kann? Heizt euch nichts auf, womit ihr nicht umgehen könnt. Imperiale Verbündete im Huttenkartell haben den Standort eines republikanischen Forschungskomplexes ausgemacht, wo der Feind fortschrittliche Schlachtfeldtechnologien entwickelt. Schwer bewaffnete Truppen und Jedi bewachen den Komplex. Wenn wir ihn nicht zerstören, wird uns ihre Technologie überwältigen, wenn der finale Kampf beginnt. Unsere Huttenfreunde haben für einen Kommunikationsausfall gesorgt, damit wir die republikanische Bedrohung unbemerkt ausschalten können. Aber unser Zeitfenster ist knapp bemessen. Unsere Feinde sind nicht auf einen Krieg vorbereitet, aber wir sind es. Sie werden keine Zeit haben, über ihren jämmerlichen Tod nachzudenken. Sie sollten zumindest einen kurzen Moment des Schreckens erleben. Das ist sehr befriedigend. Begebt euch zu diesen Koordinaten. Captain Westro hält sich bereit, um euch eure Aufträge im Forschungskomplex mitzuteilen. Alles auslöschen. Verbrannten Boden hinterlassen. Nah dran, aber ihr habt da drin auch Verbündete. Arbeitet mit ihnen zusammen und konzentriert eure Aktionen. Ich werde eure Fortschritte beobachten. Ich erwarte Großes. Gute Jagd. Zeigen wir der Republik, dass ihre Tage gezählt sind. So, ich gehe jetzt erstmal nach da unten hin, wo ich hin soll. Ich denke nämlich, dass die Nebenmission wahrscheinlich die eine. Aber halt mal, da fällt mir gerade ein, muss ich dafür nicht jemanden Spezielles dabei haben? Vettel. Ach, leck mich am Arsch. Keine Ahnung, wie der heißt. Hab's vergessen. Besser willst. Bis später. Tut gut, sich mal die Beine vertreten zu können. Mulak Apajam Kamga. Ankanemdang. Ampanemdang Memoa Inok. Raka Kemu Amkam Nemu. Namgan Bak Umnok Kijak. Wie habt ihr mich gerade genannt? Nein, das ist nicht möglich. Laboram Anka, Mamni Nika, Nagnaya Mamni Kamgam. Vielleicht verwechselt ihr mich mit irgendwem. Ich meistere die Macht. Umlo Kippum. Hab's gehört. Ibegab Gamka, Gakyam, Glagnimo Amia Galak. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Soll ich mich bedroht fühlen? Oder schief lachen? Kada Bliss, ihr habt mein Volk ausgebeutet, unsere Artefakte gestohlen und zahlreiche Verbrechen gegen Twi'lek in der ganzen Galaxis begangen. Hässliche haben wir schon genug. Das wird ja lächerlich. Ich glaube, der ist ein bisschen tot. Kada Bliss, ihr habt mein Volk ausgebeutet, unsere Artefakte.